Ein strahlender Märztag in der französischen Schweiz. Das Ehepaar Gisela und Jürgen Meyer aus Deutschland verbringt 1991 hier mit ihren vier Kindern den Skiurlaub. Der 15-jährige Lorenz wollte zum Abschluss des Tages eine einfache Abfahrt alleine nehmen. Die Familie ist bereits in ihr Quartier zurückgekehrt. Da erfahren die Eltern, dass Lorenz gestürzt und mit dem Kopf auf einen Stein aufgeschlagen ist. Mit einem schweren Schädelhirntrauma wird er per Hubschrauber in das Hôpital Regional in Sion eingeliefert. Seine Eltern fahren sofort in die Klinik. Ja, und wir haben dann an seinem Bett gesessen, was man macht, und haben gehofft und gebetet, seine Hand gehalten und ja, und die Nacht bei ihm durchwacht. Und das war auch dann so, dass eigentlich nur die Pflegepersonen mal da waren, was an ihm machten, und sonst sich auch kein Arzt mehr sehen ließ und auch den nächsten Vormittag nicht. Und bis dann gegen Mittag, mein Mann war gerade einen Moment rausgegangen, wurde, und meine Schwester war bei mir, da wurden wir gebeten, auch das Zimmer zu verlassen. Und dann dauerte das so höchstens 10 Minuten, also relativ kurz, dann kamen die zwei Ärzte wieder raus. Und der eine zögerte ein bisschen und sie besprachen sich nochmal, und ich hatte die natürlich im Blick. Also das ist wie eingebrannt, das sehe ich heute noch. Und dann kam der eine ein bisschen zögerlich auf mich zu und sagte, ich muss Ihnen leider mitteilen, Ihr Sohn ist tot. Er zählte dann auf und sagte, wir stellen also nach Schweizer Richtlinien morgen früh die Apparate ab und bitten Sie zu überlegen, ob Sie Organe Ihres Sohnes spenden können. Und zählte dann auf, welche Organe wir spenden. Also zählte alles auf, von den Augen über Leber, Herz. Und damit verließ er mich. Und, ließ sie einfach stehen? Ja, oder? Damit ließ er mich stehen. Und wenn meine Schwester nicht neben mir gestanden hätte, das mitgekriegt hätte, hätte ich gar nicht gewusst, was da passiert ist. Ich habe auch keinen Moment daran geglaubt, dass das so ist. Mein Kind ist tot. Ich habe ja wieder am Bett gesessen. Ich habe sein Bein gestreichelt, das hat sich bewegt. Ich habe gesehen, wie die Schwestern seinen vollen Urinbeutel weiter wechselten. Ich habe gesehen, dass an seiner Infusion was gemacht wurde. Also wie sollte ich denn, ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Ich habe da weiter gesessen und gehofft und gefleht, dass er die Augen wieder aufmacht. Und also er kriegte dann auch irgendwann so einen Hautaufschlag, der wieder verschwand. Also, das war grotesk eigentlich im Nachhinein. Jürgen Meyer hatte die Klinik gerade kurzfristig verlassen, als die Ärzte Gisela Meyer sagen, ihr Sohn sei tot. Erst als er wieder auf die Intensivstation kommt, erfährt er die schreckliche Nachricht. Für ihn war das dann ganz furchtbar. Im Gegensatz zu mir, ich habe da weiter gesessen und gehofft und gebetet, ist er dann in eine furchtbare Unruhe geraten und war später so böse. Die letzte Zeit für sein Kind hat er sich dann da mit dem Gedanken umgetrieben, versucht, wir waren ja im Urlaubsort, wen kann ich erreichen, wer kann uns helfen, was sollen wir machen? Und das war also für ihn ganz schlimm, diese Situation. Auch in der darauffolgenden Nacht wacht die Familie am Bett des Jungen. Sein Zustand ist unverändert. Nach wie vor wird er künstlich beatmet, seine Haut ist warm, er bewegt sich. Dass er tot sein soll, ist schwer zu begreifen. Auch für die Mutter, sie ist ausgebildete Lehrerin für Krankenpflege, der Vater ist Richter. Am nächsten Morgen erschien wieder ein Arzt. Er fragte, ob wir uns entschieden hätten, ob wir wüssten, was wir spenden würden. Wir hatten uns nicht entschieden. Also ich hatte gar nicht mehr darüber nachgedacht. Mein Mann sagte nein. Und dann wurden wir unter Druck gesetzt. Dann hieß es ja, in einer halben Stunde müssen wir uns entscheiden. Dann käme wieder jemand zurück. Und ich konnte, also das war für mich die allerschlimmste Situation. Ich sollte mich für was entscheiden, was ich gar nicht glauben konnte. Und ich hatte ja immer wieder das Gefühl, das ist hier ein Spuk, das stimmt gar nicht. Das ist gleich alles vorbei. Und dann aber doch
ja, aber du musst dich entscheiden, du sollst jetzt hier ein Organ hin. Und dann kommt ja noch dazu, man weiß ja im Grunde, es wird uns ja seit 40 Jahren gesagt, dass also 3 am Tag sterben, dass man sich schuldig fühlt. Und wenn man da jetzt nicht einwilligt, und das finde ich wirklich so infam, wenn so ein Leid über einen kommt, das ist ja die schlimmste Nachricht meines Lebens, ihr Kind ist schwer verletzt und dann ihr Kind ist tot. Das führt ja zu so einem Zusammenbruch, das ist eine Schocksituation, auch das Selbstwertgefühl, das bricht zusammen. Ich fühlte mich auch schuldig am Tod meines Kindes, an der Situation, obwohl ich objektiv ja gar keine Schuld hatte. Die Familie ist sich uneinig. Die Geschwister von Lorenz können die Bedenken der Eltern, einer Organentnahme zuzustimmen, nicht verstehen. Sie wollen helfen. Die Eltern fühlen sich zu einer Entscheidung genötigt. Kann Gisela Meyer heute noch nachvollziehen, warum sie und ihr Mann letztendlich doch mit der Entnahme der Nieren einverstanden waren? Weil wir nicht aus noch ein wussten. Wirklich. Und weil man in so einer Abhängigkeit dann von diesen Ärzten ist. Man denkt auch in diesem Moment noch, irgendwie tun sie doch alles für das Kind. Und man ist in diesem Zusammenbruch, in diesem Schockzustand, man realisiert das doch überhaupt nicht richtig. Dann ist man auch in so einer Abhängigkeit und tut alles sozusagen nur, damit sie das Beste für das Kind tun. So war jedenfalls unsere Haltung, auch schrecklich untertänig, schrecklich abhängig. Also ich wünschte, ich hätte gesagt, hier raus, das ist meine Zeit. Wenn mein Kind wirklich sterben muss, dann ist es meine Zeit. Die Intensivärzte haben den Eltern versprochen, dass sie am Abend in Ruhe Abschied von Lorenz nehmen können. Völlig verzweifelt fahren sie zurück in ihr Urlaubsquartier. Ein schrecklicher Tag, sagt die Mutter, wir waren wie gelähmt. Am Abend macht sich das Ehepaar wieder auf den Weg in die Klinik. Wir sind also zurück in das Krankenhaus und kommen da auf die Station. Und die Krankenschwester, die kennt uns gar nicht, die da ist. Also da waren wir erstmal ganz schockiert. Sie weiß gar nicht, wer wir sind, was wir wollen. Dann hat mein Mann das erklärt. Und dann hat sie uns gebeten. Und dann mussten wir 1,5 Stunden, da saßen wir morgens schon drin, das war so ein fensterloser Raum, mussten wir warten. 1,5 Stunden mussten wir da warten, wo wir uns nachher gefragt haben, was ist in diesen 1,5 Stunden dann noch passiert. Und dann hat sie gesagt, sie geht jetzt mit uns in den Leichenkeller und sie sei aber allein. Als wir dann da unten waren, hat sie uns die Tür gezeigt und hat gesagt, sie kann also hier nicht lange warten. Wir müssen uns beeilen. Also mit diesem Druck sind wir da rein in den Raum. Ich bin vorgegangen und gucke auf diese Bahre und denke, das ist ein Irrtum. Hier ist, das ist nicht Lorenz. Und dann trete ich näher und gucke ihn mir an und merke, dass er das ist, aber völlig entstellt, völlig anders. Also erstmal, der hatte so lockiges Haar, das war nass, platt. Dann war sein schmales Gesicht mit so viereckigen großen, also nicht Mull, sondern viereckige große Mullagen quer so verklebt. Seine vollen Lippen waren völlig schmal. Ich hatte damals keine Ahnung, was Organentnahme heißt, aber mein Impuls war sofort, der hat ja Schmerzen gehabt, der hat ja Schmerzen gehabt. Sein Gesicht war ganz klein geworden und die Lippen ganz zusammengebissen. Und ich in meinem Entsetzen, ich hatte keine Berührungsängste. Ich wollte, was haben die mit meinem Kind gemacht? Ich wollte gucken, die Pflaster abmachen. Und mein Mann hinter mir, der geriet so in Panik, der hatte Angst wegen dieser Augen. Der hatte Angst, jetzt kommt an den Tag, dass man ihnen doch die Augen genommen hat. Und der hat mich zurückgezogen. Und ich habe mich zurückziehen lassen und wir sind stumm, ohne Abschied. Wir sind stumm aus dem Raum raus und weg und aus dem Krankenhaus weg. Wir haben auch die ganze Rückfahrt nicht ein Wort geredet. Wir konnten jahrelang nicht über dieses Trauma reden. Jahrelang nicht. Zusammen nicht? Zusammen nicht, nein. Jahrelang nicht. Wie viele Jahre nicht? 5 Jahre. Erst danach ist das Ehepaar fähig, die Patientenakte anzufordern, um die Hintergründe der Organentnahme zu erforschen. Der Verdacht, dass mehr Organe entnommen wurden als zugesagt, lässt sie nicht los. Nächtelang schreiben sie Dutzende von Briefen an die Klinik, an Kommissionen und Sachverständige. In der Schweiz führt der Fall zwar zu einem ausufernden Schriftverkehr, aber letztendlich wird abgewiegelt. Jürgen Meyer stirbt 2009 an Leukämie. Seine Frau bekommt Brustkrebs.
Ein Zufall sei das nicht, meint Gisela Meyer. All die Ohnmachtsgefühle, der jahrelange nervenaufreibende Kampf und die endlose juristische Auseinandersetzung hätten sie und ihren Mann zermürbt. Wie sehen ihre Kinder nachträglich das Engagement der Eltern? Ja, wir waren ja dabei damals im Krankenhaus dann nach dem Unfall und haben das natürlich mitgekriegt. Ich war 16, fast 17. Und das, also wie meine Eltern dann bedrängt wurden, Organe freizugeben. Und wir dachten, ich dachte natürlich auch, ja, warum eigentlich nicht? Was zögern die? Wir wollen doch helfen. Und wenn wir da jetzt ein anderes Kind retten können, das war halt unser erster Gedanke, dann machen wir das doch. Und irgendwie war das aber natürlich so, dass wir alle auch im Schock waren und da eigentlich dann andererseits auch gar nicht drüber nachdenken wollten und dann letztendlich eingewilligt haben und das dann erstmal wieder verdrängt haben. Und dann, wie er schon sagte, stand einfach die Trauer und der Verlust im Vordergrund. Und dann, als meine Eltern dann später angefangen haben, sich damit zu beschäftigen, da wollten wir auch erstmal eigentlich nichts davon wissen. Das war einfach nicht unser Thema. Ja, also aus dem jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, gerade mit eigenen Kindern kann ich das auch noch mal ganz anders nachvollziehen. Kinder, als Eltern muss man sie beschützen und man gibt sie frei und fragt sich anschließend, was hat man da getan und will das an sich nicht zulassen. Und das ist letztendlich eine Scham, die man sich völlig für an, oder der eine verschweigt sie, der andere greift sie dann auf und thematisiert es. Ja, Schuldgefühle irgendwann sind das Problem dann, ne? Schuldgefühle, auch bei uns als Geschwister, weil wir waren uns ja alle sehr nah. Und warum haben wir eigentlich nicht damals nachgefragt, wie ist das mit der Organtransplantation? Wie sieht diese Explantation aus? Was passiert mit ihm? Wir haben uns verabschiedet, also uns wurde gesagt, verabschieden euch von eurem Bruder. Und der lag da eben wie ein Koma-Patient und wurde beatmet. Und dann dachten wir, der stirbt jetzt und dann entnehmen die Organe. Und dass das eben im Sterben passiert, dass der da unter Umständen Schmerzen hat und ja in diesem Fall auch ziemlich sicher. Und das war uns da ja überhaupt nicht bewusst. Und später haben wir uns dann natürlich auch schon Vorwürfe gemacht, warum haben wir dann, ich war ja nicht mehr ganz jung, warum habe ich nicht mal gefragt, was genau passiert denn da, bevor wir eingewilligt haben? Und dann hätten wir das ja auf jeden Fall nicht gemacht. Die vorherrschende Meinung ist, das ist etwas Gutes und was soll ich noch mit den Organen, bin noch eh tot, ich spende sie und dort hatte man eine schwere Stellung, einfach unsere Sicht der Dinge dann zu vertreten, weil man schnell in die Ecke gestellt wurde, warum willst du nicht helfen? Das ist doch eine ganz klare Sache und diese Sicht wurde auch dominiert durch diverse Kampagnen und Vorbilder der Jugendlichen, sei es Schauspieler, sei es Sportler, die dort in den Vordergrund gehen und sagen, das ist eine ganz klare Sache und ich möchte das machen. Und deswegen ist es, und dies schlägt ganz enorm bei Jugendlichen an und das war für mich selber in diesen Zeiten sehr schwierig, dann die andere Sicht überhaupt deutlich zu machen. Oftmals wurde man einfach nicht ernst genommen oder es wurde gesagt, ja, warum willst du nicht helfen und nicht verstanden. Wie ist das denn, wenn Sie so diese riesen Werbeplakate gesehen haben für Organspende an Litfaßsäulen und so? Ist Ihnen das mal aufgefallen? Was haben Sie da für Gefühle? Also das war dann nochmal in einem späteren Zeitpunkt, als es diese Kampagne mit den Superhelden gab, die ich dann aus meinem Büro, damals arbeitete ich schon, aus meinem Bürofenster an der Bushaltestelle ganz plakativ und einfach das Thema behandelt wurde, Organspender sind Superhelden. Und das war auch nochmal ein Augenblick, wo ich gedacht habe, dass hier wird eine Sicht der Dinge erläutert, die so nicht stimmt und hat mich auch dazu veranlasst, zu sagen, was meine Eltern, woran die seit 10, 15 Jahren zu dem Zeitpunkt schon kämpften und immer wieder Anläufe genommen haben, die andere Seite der Organspende darzustellen, da ist was dran, wenn das Thema so überzogen von der Pro-Seite dargestellt wird.
Bei den Werbekampagnen wird prinzipiell verschwiegen, dass eine Multiorganentnahme 4 bis 5 Stunden dauert. Der Spender wird fast bis zum Schluss künstlich beatmet. Wenn sein Körper vom Kinn bis zum Schambein aufgeschnitten wird, schnellt der Blutdruck oft innerhalb von 30 Sekunden extrem in die Höhe. Deshalb geben viele Anästhesisten vorsichtshalber eine Vollnarkose. Vorgeschrieben ist das nicht, aber durchaus üblich. Ich habe unter dem Eindruck gestanden, den alle hatten, dass nämlich Menschen, die ich war Anästhesist und habe diese Patienten betreut im OP-Saal, dass die tot sind. Und die Mimikrie ist gut, denn sie kriegen einen Patienten, an dem ein Fußzettel hängt, genauso wie die Patienten, die in die Pathologie gehen. Ihnen wird gesagt, nur weil das Herz schlägt und nur weil er beatmet wird, wäre er schon tot. Und ich muss sagen, ich habe lange dazu gebraucht. Und so banal das ist, mich hat mal jemand nachgefragt, ob ich denn da so sicher wäre. Nämlich meine damalige Oberärztin, und die ist reingekommen, hat den Narkosemittelverdampfer aufgedreht, was ich nicht getan hatte, und hat dem Patienten also Narkose gegeben. Und ich fragte sie, aber der ist doch tot, dieser Patient hier. Und da sagte sie, Herr Stahnke, wissen Sie das so genau? Es ist banal, aber wenn man darüber nachdenkt, kommt man zum Schluss, dass er mitnichten tot ist. Also ich hatte auch mal diese Meinung angehangen, aber wenn man sich informiert, weiß man, dass da nichts dran ist. Aber man sieht doch eigentlich, dass der Patient also sich in vielen Fällen auch bewegt, dass das Herz schlägt, dass er warm ist, dass der Blutdruck explosionsartig ansteigen kann, wenn der Körper aufgeschnitten wird. Das ist ja völlig kontraintuitiv, dann zu sagen, ja, der ist tot. Es ist mir fast unangenehm, dass Sie mich das fragen. Ja, genau so ist es. Man kann es nicht verstehen, dass ich da auf diese Zeichen früher nicht geachtet habe. Ist genau das passiert, nicht bei allen Patienten, aber doch einem Viertel, 30% der Patienten sind all diese Lebenszeichen deutlich zu sehen. Und auch die Bewegung als wirklich deutliches Lebenszeichen wird ja oft aus operationstechnischen Gründen auch unterdrückt mit einem Medikament, dass die Patienten sich nicht mehr bewegen können. All das war Gisela und Jürgen Meyer nicht bewusst, als sie ihren Sohn zur Organentnahme freigaben. Dass der Spender nur qua Definition tot ist, wenn er in den OP geschoben wird, erfuhren sie erst später. 1998 entstand durch sie die Initiative Kritische Aufklärung Organtransplantation, kurz KAO. Seit 11 Jahren ist KAO ein gemeinnütziger Verein. Nach dem Tod ihres Mannes hätte Gisela Meyer den dicken Aktenordner mit dem Schriftverkehr, über dem sie und ihr Mann nächtelang gebrütet hatten, am liebsten vernichtet. Gut, dass sie diesem Impuls nicht gefolgt ist, sagt sie heute. Denn in diesem Ordner schlummerten noch Fakten und Beweise, die zuvor niemand erkannt hatte. Erst Gisela Meyers Sohn Jobst, Facharzt für Chirurgie, erkannte Jahre später die Brisanz. Also die Akte stand halt immer bei uns im, also zu Hause in Bad Bodendorf im Schrank. Und das war erst einige Jahre, nachdem mein Vater verstorben war, habe ich die mir eines Abends mal mitgenommen, als ich nach Hause gefahren bin, und habe die auch zu Hause erstmal ein bisschen liegen lassen. Und dann habe ich mir das eines Tages mal angeguckt und bin die Akte sorgfältig durchgegangen. Und es da ist auch interessant zu sehen, dass da wird auch dokumentiert in der Akte, dass, hier steht, der Patient ist ruhig, lässt sich gut beatmen, und dass dann um 7.30 Uhr das Propofol gestoppt wird und eine halbe Stunde später hustet er zum Beispiel bei der Aspiration, also zeigt zum Beispiel Reflexe, Trachealreflexe, was auch zum Beispiel gegen den Hirntod spricht. Also da beim Hirntod dürfte es keine Reflexe mehr geben, wenn man den Patienten absaugt. Und hat er denn nicht auch einen Blutdruckanstieg gehabt? Genau, das ist auch dokumentiert, dass sich danach, dass der Blutdruck massiv, also der reagiert mit einem massiven Blutdruckanstieg und einem Anstieg der Herzfrequenz auf über 160, der Blutdruck steigt auch auf 170 zu 90. Also was Zeichen für, was normalerweise als Zeichen für Stress auch gedeutet wird. Normalerweise gilt ja, dass ein Patient, der schwer traumatisiert ist, eine schwere Schädelhirnverletzung hat, dass man den möglichst, also dass man den ins künstliche Koma versetzt, dass er möglichst wenig Stress ausgeliefert ist, dass man ihn sediert mit Schmerz- und Beruhigungsmitteln, damit er abgeschirmt ist und damit er möglichst ungestört behandelt werden kann. Und dass man ihm dann tagelang, also einige Tage Zeit gibt und guckt, wie der Verlauf ist, und dass man nicht am nächsten Tag, nach weniger als einem Tag, dann die Betäubungsmittel absetzt. Also das kann ich nicht verstehen, weil man damit ja das aktiv in den Prozess eingreift und im Prinzip die Prognose verschlechtert.
Offensichtlich hat die Schweizer Klinik die Stressreaktion des Jungen in Kauf genommen, um die Organentnahme realisieren zu können. Ein Mensch im tiefen Koma spürt nichts, ist die gängige Anschauung. Doch weiß man das so genau? Immer dann, wenn eine Hirntoddiagnostik geplant ist, werden prinzipiell Schmerz- und Beruhigungsmittel abgesetzt, auch in Deutschland. Denn diese Medikamente verfälschen die Ergebnisse der Hirntoddiagnostik. Beim Studium der Akte stößt Jobst Meyer auf den EEG-Befund. Was er da liest, kann er fast nicht glauben. Ich bin auf den Befund des EEG, also der Ableitung der Hirnströme, gestoßen, der damals von einem Neurologen ausführlich befundet worden war. Und dieser Neurologe hat ja festgestellt, dass keinesfalls eine Nulllinie vorgelegen hat, also dass der Hirntod nicht eingetreten war. Er hatte zwar geschildert, dass zunächst keine Ableitungen, also keine Potenziale ableitbar waren, aber dann mit einer in der Langzeitableitung und mit etwas verstärkter Einstellung hat er sehr wohl sowohl spontan Aktivität festgestellt, als auch Reaktionen auf Schmerzreize bei meinem Bruder. Und das hat mich sehr erschüttert, weil damit war ja bewiesen, dass er kurz vor der Organentnahme noch nicht hirntot war. Und damit war mir klar, dass er auch bei der Organentnahme Schmerzen empfunden haben musste, weil der Neurologe hatte das ja geprüft einige Stunden vor der Organentnahme und hatte ja bestätigt, dass der Hirntod nicht vorliegt und dass er reagiert halt auf Schmerzreize. Und mir war völlig unverständlich, wieso dieser Befund übergangen worden war. Das heißt so quasi, das reicht und für uns ist der Patient tot genug? Genau, ich kann mir vorstellen, dass man einfach gedacht hat, das ist ein Patient mit einer schweren Schädelverletzung und auch wenn der Hirntod jetzt noch nicht feststeht, dass er vielleicht wenig Chancen hat oder vielleicht als behinderter Patient weiterleben wird, dass man gesagt hat, dann, das hat ja eh keinen Zweck, der hat eh ein schlechtes Outcome. Dass man dann vielleicht gesagt hat, okay, dann machen wir es jetzt. Trotz des EEG-Befundes des Neurologen konstatiert der Chefarzt um 8.30 Uhr kurzerhand ein Nulllinien-EEG und damit den Hirntod des Patienten. 3 Stunden später wird Lorenz in den OP zur Explantation geschoben. Jetzt sage ich mal ganz provokant, dass ja unter Ärzten eigentlich immer schon der Streit geherrscht hat, sind jetzt eigentlich Hirntote richtig tot oder nicht. Kann das so eine gewisse Wurstigkeit sein, dass man sagt, sie sind für uns tot genug, ob da jetzt ein paar mehr Zacken im EEG sind oder nicht, das ist eigentlich egal? Also man kann es sehr leicht so interpretieren und ich würde das auch so interpretieren wollen als Wurstigkeit, wenn man es sehr salopp sagt, oder eben als billigende Nachlässigkeit. Denn natürlich hat jeder erfahrene Arzt schon eine Vorstellung davon, wie sich der Krankheitsverlauf darstellen wird, aber in diesem Fall kann man da keine Ausnahme zulassen. Hier geht es wirklich um Leben und Tod und man kann sich nicht auf eine Prognose verlassen, sondern man muss diese Untersuchungen korrekt, wenn es die Steigerung gäbe, noch korrekter durchführen als irgendetwas anderes. Also auch wenn es der Wunschgedanke ist, Organe aus einem Patienten zu entnehmen, wo man weiß, dass der in nächster Zeit sterben wird oder im Sterbeprozess ist, sind diese Untersuchungen, die gemacht werden müssen, müssen unabdingbar korrekt sein. Und es darf sich da keine Nachlässigkeit einschleifen. Jobst Meyer ist klar, welche Brisanz der EEG-Befund hat. Deshalb zögert er, seine Mutter damit noch zusätzlich zu belasten. Doch dann entschließt er sich, zu ihr zu fahren und sie einzuweihen. Immer wieder muss er daran denken, wie sehr seine Eltern das Aussehen seines Bruders nach der Organentnahme entsetzt hat. Obwohl seine Mutter als ausgebildete Krankenschwester den Anblick von Toten kennt. Und mein Sohn sagte erst, ich habe da was gelesen, ich kann dir das gar nicht am Telefon sagen, ich muss kommen. Der war tief erschüttert und ist dann auch später gekommen, hat mir dieses Dokument gezeigt. Und dann haben wir gedacht, das ist ja einfach unglaublich. Und ich habe dann noch in diesem Ganzen, auch manchmal so in Diskussionen immer gesagt, also da zweifle ich nicht dran, dass der Lorenz wirklich in diesem Zustand des sogenannten Hirntodes war. Mhm. Nicht? Da hatte ich keinen Zweifel. Das habe ich auch ausdrücklich in diesem Briefwechsel da mit der Schweiz nochmal erwähnt. Und dann werde ich konfrontiert damit,
dass selbst noch nicht mal der sogenannte Hirntod bei meinem Kind eingetreten war und er wurde doch explantiert. Also das war, da gibt es eigentlich keine Worte für. Gisela Meyer stellte 2013 Strafantrag wegen Mordes. Die Schweizer Justiz machte es kompliziert. Sie argumentierte mit Schriftsätzen auf Französisch. Schließlich berief sie sich auf die Verjährungsfrist. Auf den Intensivstationen sollen potenzielle Organspender möglichst schnell identifiziert werden, denn der logistische Vorlauf für eine Organentnahme ist groß. Deshalb ist die Transplantationsmedizin daran interessiert, dass auf den Intensivstationen möglichst früh nach Organspende gefragt wird, oft schon beim ersten Verdacht auf Hirntod. Die haben natürlich ihre Organe überwiegend durch das Überrumpeln, durch die Ausnutzen der Wehrlosigkeit eines Menschen. Mein Sohn konnte nicht mehr schreien, mit mir nicht. Der hätte gerufen, Mama, bleib bei mir, hätte er auf jeden Fall gerufen. Und so ist es, die 9 von 10 haben nie Stellung bezogen. Und dann wird der angeblich mutmaßliche von Menschen im Schock da rausgepresst. Das ist ein Unding, das ist ein Skandal. Und diese beiden wehrlosen Gruppen, von denen profitiert die Transplantationsmedizin. Wenn sie ehrlich wäre von Anfang an, aber das Ganze ist eh auf einer Lüge aufgebaut, dann wäre es auch eine Spende. Eine Spende ist etwas, in das ich persönlich einwillige und gut informiert. Dann ist es eine Spende. Aber es ist ja auch ein Missbrauch des Wortes Spende. 9 von 10 haben keinen Ausweis, werden aber zu Spendern gemacht. Also mein Sohn, das möchte ich ausdrücklich sagen, war kein Spender, sondern er ist auch leider tragischerweise mit unserer Hilfe zum Spender gemacht worden.